Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu Space Haven und yo, zu einer neuen Folge hier bei der HSS Enterprise. Lieben, ich habe mir in der Folgenpause mal so überlegt, ja, so wie ich mir eigentlich so, ja, Layout von meinem Schiff so ungefähr vorstelle. Habe ich hier schon mal so gesetzt. Das kann sich in Zukunft natürlich ändern, kann gewisserweise modifiziert werden, etc. pp. Dazu kommen wir noch, aber vorerst, so damit ihr so wisst, wo die Reise so in ungefähr hingehen soll, habe ich immer ich habe das mal so in so einer Schiffsform so gemacht. Dementsprechend, hier und da kann es Änderungen geben, aber so wisst ihr, wie ich mir das so in etwa vorstelle. Und ich hoffe mal, dass wir damit vielleicht, ja, was ganz Schickes aufbauen können. Bin mal gespannt, ob wir da, ja, ob, wie weit wir damit kommen. Und ja, so eine Art Schiffsstruktur hatte ich mir vorgestellt. So wie diese klassische Geschichte. Wie als wäre es so ein Seeschiff. Oder bin ich mal gespannt. Aber so wissen wir zumindest, wo die Reise in etwa hingehen könnte. Dementsprechend, ja, werde ich das halt auch immer so peu à peu ausbauen wollen. Ja, ihr Lieben, lassen wir hier nochmal so die Hüllen noch so ein bisschen abbauen. Und dann machen wir uns jetzt auch mal Gedanken drüber. Inwiefern wir das dann halt auch weiter so ausbauen. Also ich werde dann so von hinten nach vorne hin so durchgehen wollen. Und dementsprechend werden wir die ganzen Sachen ausbauen, nach vorne verlegen und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spielchen. Noch lassen wir hier aber erstmal ja weiter abbauen. Wir brauchen diese Hüllenstrukturen, die wir hier dann halt auch dafür einsetzen werden, halt unser Schiff zu vergrößern. Wir brauchen halt einfach mehr Platz. Es hilft einfach nichts. So, hier wird noch schon mal fleißig abgebaut. Und scheint ja jetzt auch, glaube ich, durch zu sein. Kann das sein? Ja, ist durch. Das ist hier durch. Dann werde ich hier auch mal ein bisschen was von den Entwürfen aktivieren. Hier sind mir schon mal 1, 2, 3, 4 reingegangen und das werde ich in dieser Höhe dann halt auch mal fortsetzen. Bauen wir das hier mal aus. Und dann, ja, überlegen wir uns dann halt einfach mal, dass wir dann demnächst mal weiter fortführen, die Geschichte. Bestand an wichtigen Ressourcen niedrig. Okay. Ja, wir könnten jetzt natürlich auch sagen, dass wir halt diese Geschichten hier mal einmauern. Frage wäre natürlich auch irgendwie, wie man das hier macht, also stromnetztechnisch. Wenn wir den jetzt mal verlegen wollen würden, dann wäre der zum Beispiel hier. Also direkt hier so an der Kante. Vor der Kante zumindest. Und das werde ich jetzt auch mal machen. Okay, aber da ist ja dann halt kein Durchkommen, ne? Bewegen. Kriegen wir den hier hin? Nee, ne? Nee, die kommen da nicht raus. Bewegen, wir müssen das erstmal hier lassen. Erstmal hier hin.
Das hilft nichts. Und verbinden. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Aber wir können ja jetzt dann mal uns auf den Sprung vorbereiten. Und wir werden mal gucken, ob wir letztens hier hinten einfach ein Lock, ob wir das hier verpasst haben. Da schaue ich mal nochmal gerne hin. Masse 1600 für einen Hypersprung. Das langt nicht. Wir brauchen mehr Maschinen. Vorbereiten. Wir sind vorbereitet. Warte auf Navigator. Okay. So, Triebwerke werden hochgefahren. Und dann fliegen wir mal hier hin, ne? Einmal hier hin. Springen. Dann mal hier hin. Und dann nochmal hier hin. Und ich will mal gucken, ob wir da ob wir das da vergessen hatten, ne? Das wollte ich nochmal prüfen. Stationieren. Da sind wir. Ich glaube nicht, ne? Doch, da. Ja, da müssen wir hin. Da werden wir aber erstmal die Leute schlafen lassen. Ja, und dann machen wir damit weiter, ne? Ja, auf jeden Fall haben wir schon mal ein bisschen schneller laufen lassen. Dann gehen wir hier nochmal hin. Ja, mit irgendeiner von denen. Das ist ja jetzt egal. Was sagen die Temperaturen? Oh, 18. Hier hinten wird es richtig kühl. Okay. Das müssen wir so ein bisschen im Auge behalten. Und wenn dann die Arbeitszeit ist, dann schauen wir uns das mal an. So, es ist jetzt die Arbeitszeit. Louis wird mal rübergehen. Wo ist Louis eigentlich? Hier. Aber bitte einsteigen, Louis. Und wir docken mal hier an. Was wurde hier jetzt nochmal? Hatten wir hier noch nicht alles geborgen? Doch, scheinbar schon, ne? So. Mal verlassen und hier, das hatten wir vergessen. So, wir haben neues, die IRS Mary Shelley, Eintrag 1, Log-Eintrag 1, eine gewaltige und plötzliche Veränderung. Unabhängiges Forschungsschiff Mary Shelley, erster Logbucheintrag, Kapitän Grant Park hier. Oder soll ich mich weiterhin Professor nennen? Besser nicht, das hier ist schließlich ein Raumschiff und keine Universität, auch wenn es eigentlich keinen Grund gibt, warum es nicht beides sein könnte. Ich habe ein paar meiner Kollegen mitgebracht, Anderson und Fichtel, sowie zwei Doktoranden, Chase und Durami. Alles gute Leute, nicht irgendwelche praxisfremden Akademiker, sondern großem Talent gesegnete Forscher.
Und dadurch, dass sich Chase und Rami eine Kabine teilen, wird Platz gespart, der für andere Zwecke verwendet werden kann. Die Mary Shelley ist ein eher einfach gehaltenes Schiff, um es mal so auszudrücken. Aber sie fliegt, verfügt über üppige Vorräte und hat alles an Bord, was wir zum Überleben brauchen. Sie kann ohne großen Zeitaufwand erweitert werden, um sie so an die Anforderungen jedes beliebigen Auftrags anzupassen. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist eine Flugrichtung. Während der Vorbereitung auf diese Mission habe ich mir darüber einige Gedanken gemacht. Inmitten der ganzen Aufregung darüber, was dramatisch als Apokalypse bezeichnet wird, sind alle so besessen von dem Gedanken, ein neues Zuhause, einen neuen für uns bewohnbaren Planeten zu finden, dass sie darüber vergessen haben, worum es bei der Weltraumforschung eigentlich geht. Neue Welten zu erforschen und, naja, der Rest dürfte bekannt sein. An leider deutlich sichtbaren Fäden aufgehängt in Galaxien vorzudringen, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat, kichert. Joa, wer weiß, vielleicht ist die Lösung unserer Probleme eine ältere, weisere Spezies, die sich in der Vergangenheit in einer vergleichbaren Notlage befand und diese erfolgreich überwinden konnte. Oder so schlau war, diese kommen zu sehen und so vermeiden zu können. Wir werden viel Neues über den Kosmos herausfinden, wenn wir denn nur mit offenen Augen durch ihn reisen. Und wer weiß, möglicherweise stolpern wir auf unserem Weg ja über das, wonach all die anderen Schiffe suchen. Oder vielleicht nur, vielleicht, stellen wir erst Kontakt mit einer außerirdischen Rasse her. Wie auch immer, uns steht eine interessante Reise bevor. Sehr interessant. Sehr interessant. Dann direkt Befehl weg, hier auch bitte. Und dann lassen wir mal weiterlaufen. So, Louis kehrt dann zurück und dann werden wir wieder einen neuen Sprung wagen. Und ja, hilft ja nichts. Wir bereiten schon mal den Sprung vor wieder. So, und dann springen wir mal. So, ich wollte das ja von der Seite hier mal machen. Dann fliegen wir mal hier hin. Dann hier waren wir schon. Und jetzt geht's mal hier hin. Vielleicht gibt's hier ja was. Bin mal gespannt. Nee, hier ist nichts. Hier ist nichts, ne? Stationieren. Echt unnötig. Sprung vorbereiten. Jetzt will ich mir das mal nochmal genauer anschauen. Wir fliegen mal hier hin, um ein bisschen was abzubauen. Und da ist auch ein Wrack. So. Unnötigerweise hierhin gesprungen. So, dann geht's mal hierhin, ne? So, wir werden uns mal so hier in der Mitte positionieren. Und ja, es ist noch ein Arbeitstag. Also alle außer Cherie haben eine Knarre, deswegen Direktbefehl. Wir müssen gleich weitermachen. So. Andocken. Und zwar fangen wir mal mit dem Schiff hier oben an. Hier ist das Andockfeld.
annehmen. Reisen wir mal rüber. Und jo, vorsichtig natürlich sein. Und wir sind auch angedockt jetzt. Und dann... So, ihr Mann. Ist jetzt noch niemanden gesehen? Hier ist ein Logbuch. Sehr interessant. Noch keine Gefahr hier gehabt. Oh, scheint echt nichts passiert zu sein, ne? Okay. Gucken wir uns mal das hier mal an. Sind Credits. Gut. Okay, neuer Eintrag. Call me crazy. Ja, okay, Eintrag 1. Also das waren ja die, die in Gar Eden suchen. Pausieren wir mal. Ist auch pausiert, glaube ich, ne? Genau. Log-Eintrag 3. Mutigen Schrittes. Ich denke nach wie vor, Chang ist zu, keine Ahnung, vorsichtig. Das trifft es wohl am besten. Wahrscheinlich... Wahrscheinlich wäre er erst dann zufrieden, wenn wir den Frachtraum bis oben hin mit allem, was wir in die Finger bekommen können, vollgestopft haben. Und selbst dann würde er sich wahrscheinlich noch Sorgen machen. Ich habe ihm gesagt, je länger wir an ein und demselben Ort bleiben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anderes ebenfalls dort ankommt. Und es gibt keine Garantie, dass dieser jemand uns freundlich gesonnen ist. Je schneller wir uns fortbewegen, desto sicherer sind wir. Er meinte, alle Sicherheit der Welt werde uns nichts nützen, sollten uns die Energiestäbe ausgehen. Ich fragte ihn, wie viele wir noch haben. 15, meinte er, das ist reichlich, also mache ich mir keine Sorgen. Seine Chance bekam Chang dennoch. Wir legten einen Zwischenstopp ein und errichteten eine Messstation und er persönlich baute Ressourcen aus jedem Felsen ab, den die Kapseln erreichen konnten. Er beschwerte sich zwar immer noch, aber was soll's, wir werden ein Weilchen hier sein, während das Teleskop seine Arbeit verrichtet. Bevor es damit fertig ist, können wir wahrscheinlich das komplette System leer räumen. Allerdings hoffe ich, dass das Ganze nicht allzu viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Ich gebe zu, einer der Gründe, warum ich so aufs Tempo drücke, ist der, dass ich mich mit der Besatzung in die Geschichtsbücher, eingehe. Will, als diejenigen, die Eden gefunden haben. Zweitplatzierte werden in Geschichtsbüchern nicht erwähnt. Ich will dort als Erster ankommen. Aha. Allerdings bereitet mir Blondie nach wie vor Kummer. Er verursacht Spannungen, indem er ständig über die Bilanz des menschlichen Tuns schwadroniert und darüber klagt, dass wir der Grund für ein Massensterben gewesen seien. Laut ihm haben wir kein Recht, dies nun auch noch einem zweiten Planeten anzutun. Braun meinte, dass wir kein Recht hätten, Millionen von Menschen sterben zu lassen. Ich kann schon absehen, dass sich dies noch zu einem Problem entwickeln wird. Und das Schlimmste daran ist, dass ich absolut nichts zu dessen Lösung beitragen kann, da ich voll und ganz hinter einer der Meinungen stehe. An Bord gibt es niemanden, der als neutrale, vermittelnde Kraft fungieren könnte. Nur vier, die darauf aus sind, Eden zu finden. Und einer, der sich gegen dieses Vorhaben stemmt. Am Ende habe ich Blondie gesagt, dass er sich einfach mit dem Unausweichlichen abfinden muss. Irgendjemand wird der Erste sein, der den verdammten Planeten findet, sagte ich zu ihm. Also warum sollten das nicht wir sein? Er ist jetzt wieder in seiner Koje und liest. Hoffentlich beruhigt ihn das ein wenig.
sehr interessante Geschichten hier. Und wir werden mal dieses Schifflein erstmal auseinandernehmen. So. Wir bergen erstmal den ganzen Schrott hier und dann die Hüllen. Transferieren können wir auch schon. Menschenfleisch transferiere ich nicht. Das ist mir so ein bisschen zu makaber. So, das muss nicht sein. Und dann, ja, lassen wir die Leute mal arbeiten, ne? Echt sauberes Schiff. Hier scheint echt irgendwie ein Unfall gewesen zu sein. Scheinbar nur, also kein Angriff von Aliens oder ähnlichem. Hier unten ist aber auch nochmal so ein größeres Schiff. Da müssen wir auch nochmal ran. Neue Forschung. 80 zu 12. 80 zu 12. Wir forschen mal CO2-Erzeuger. Kann Raumanzug nicht ablegen. Was ist denn hier los? Wo ist das Problem? Es ist schon wieder die Hitze, ne? Wir müssen hier, ja, ein weiteres... wie nannten sie die? Thermostat hinstellen. Das packe ich erstmal hier hin. Ich hoffe, das hilft ein bisschen. Hilft es oder nicht? ...49 hat er hier schon. Ja, für da oben irgendwie ja. Aber im Prinzip noch nicht so, ne? Ich werde hier dann noch eins hinstellen. Das kommt dann... ja, hier hin, oder? Würde ich mal sagen. Ah, das ist ja kein Strom, ne? Nee. Der muss dann hier hingelegt werden. Dann wird er auch versorgt. Also jetzt müsste das ein bisschen helfen. Ja, wird schon dadurch wesentlich angenehmer. Ungedeckter Bedarf. Ich werde hier nochmal so ein bisschen Energieschrott mal arbeiten. So. Louis trägt Sachen rein. Wie sieht's hier aus? Null steht hier. Transfer, so null. Ja, dann bauen wir auch mal die Hülle hier ab. So, ich werde mal auch so ein bisschen mal nach oben gehen jetzt. Und zwar machen wir das mal folgenderweise. Entwurf aktivieren. Irgendwie, dass man hier mal so einen Ticken höher geht. So.
Ah, Quatsch. Müssen hier. Natürlich Wände hinstellen, sonst bringt dieser Schutz gar nichts. So. Jetzt müsste sich das hier temperaturtechnisch ein bisschen erholen. So, gute Nacht. Und ja, wir sind dann halt auch schon am Ende einer Folge angekommen, ihr Lieben. Bin mal gespannt, wie sich unser neuer Entwurf so schlagen wird. Aber wir sind ja noch längst nicht da, wo wir dann irgendwann auch sein wollen. Und ja, in der nächsten Folge machen wir weiter. Bin mal gespannt, wie das wird. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's bis dahin gut. Ciao, ciao, euer Fadi.